So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Videorezension und auch gleichzeitig das Let's Play zu The Game Face-to-Face, das Duell für zwei Spieler. Das Schöne ist, die Anleitung sagt einmal, wie das normale The Game geht und dann die Änderung für Face-to-Face. Das normale The Game spielt man ja vollkommen kooperativ. Dieses Spiel hier spielen wir prinzipiell gegeneinander. Ich möchte der Erste sein, der meinen kompletten Kartenstapel los ist. Oder ich möchte halt dafür sorgen, dass mein Mitspieler nicht mehr kann. Beziehungsweise kann ich nicht mehr so viel für sorgen. Aber wenn er in seinem Zug einfach sagt, du, ich kann gar nichts mehr machen, dann hat er verloren. Das kann ganz selten, das passiert wirklich ganz selten. Aber vom Grundprinzip her, Hauptziel wieder, die Karten loswerden. Jeder hat halt nur zwei Stapel, auf die er bauen kann. Insgesamt haben wir natürlich trotzdem vier. Und ja, die Regeln sind im Prinzip genau die gleichen. Ich kann halt hier nur Karten, die von 1 Richtung 59 gehen. Hier kann ich nur Karten, die von 60 Richtung 2 gehen, hinspielen. Kann auch den ganz normalen 10er Schritt machen. Das funktioniert auch. Nur, egal wie viele Karten ich gespielt habe, ich darf am Ende meines Zuges nur zwei Karten nachziehen. Das ist ein bisschen doof, weil dadurch kann ich durchaus mal in die Situation kommen, dass ich nicht mehr kann. Und das ist dann ziemlich doof. Aber ich kann immer, wenn ich möchte, eine, und zwar auch nur genau eine einzige Karte, auf einen der Stapel meines Mitspielers spielen. Und dann darf ich am Ende des Zuges wieder auf 6 Handkarten aufziehen. Und das darf ich aber auch nur einmal machen. Und ich muss ihn immer verbessern. Das heißt, ihr seht hier schon die Pfeile. Na, bei mir heißt ja der Fall, ich darf hier nur runterspielen und da nur hoch. Die Pfeile gelten hier aber genauso. Hier darf ich nur hochspielen, hier nur runter. Das heißt, wenn er hier irgendwie eine 40 hingelegt hat, kann ich halt eine 41, 42, 43, 50, 58, 59 spielen. Alles, was ihm wieder mehr Luft gibt, was ihm also mehr Möglichkeiten gibt. Das heißt, dass er hier schon auf einer irgendwie 53 kann ich hier so eine 2 hinlegen, was super gut für ihn ist, weil das gibt ihm super viel Luft zum Atmen. Aber auch, wenn da irgendwie eine 50 liegen würde, könnte ich halt auch irgendwie eine 49 hinspielen. Das würde ihn auch verbessern und dann dürfte ich am Ende des Zuges einfach nachziehen. Und das sind im Prinzip alle Änderungen und ich würde sagen, wir spielen das jetzt einfach mal los und wir spielen jetzt eine ganze Partie, die werde ich auch komplett aufnehmen, deswegen wird das Video jetzt auch, keine Ahnung, wie lange es dauert, eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen. Ihr könnt einfach immer so lange gucken, wie ihr wollt. Das ist natürlich so ein abstraktes Spiel und in der normalen kooperativen Variante sprechen wir natürlich viel miteinander, wenn auch sehr kryptisch, ne? Also hier nicht, da viel, da einen großen Schritt, da gar nicht. Das entfällt hier natürlich komplett, außer so Sachen wie, oh Gott, mein Leben ist am Ende, weil ich muss, kann nur schreckliche Sachen machen. Das heißt, wenn ihr irgendwann denkt, ihr habt genug gesehen, oben ist eingeblendet, wann das Fazit kommt und der also das Ende einfach, oder wann so die letzten zwei Züge kommen, bevor einer gewonnen oder verloren hat, dann spult einfach dahin vor. Wenn ihr es jetzt komplett gucken wollt, weil es euch einfach interessiert, dann guckt einfach. Und ja, ich glaube, du wolltest anfangen. Wollen? Ich fange einfach mal an. Gehe ich immer nach 2. Ja, und dann ist es auch schon vorbei und ich lege eine 18. Dann spiele ich mal hier eine 58 und eine 54 hin und ziehe einfach mal zwei Karten nach. Ich lege hier mal eine 52. Oh, 37. Dann spiele ich mal hier die 49 hin. Hier die 2. Hier die 9. Und zieh drei Karten nach. Na, jetzt habe ich auf Rebeccas Stapel gespielt, den Stapel halt verbessert, ne, von der 18 runter auf den 9. Das heißt, ich habe wieder viel mehr Luft zum Atmen. Hat für mich den Vorteil, ich kann komplett nachziehen auf 2, 4, 6 Karten. Rebecca schon wieder hart am Verzweifeln. Nur das Spiel. Bei mir ist jetzt vorbei. Ich habe echt Mistkarten auf der Hand. Spiele ich mal hier die 39. Ask, wäre mir das nur gewesen. Und hier die 23. Okay. Dann spiele ich mal die 37, die 26, die 24, die 36 und bei dir die 18. Dann will ich einfach mal voll nachziehen kann. Und generell ist es natürlich bei weniger Karten auch leichter möglich, sich Kombis zu bauen, dass man halt wirklich einfach so 3, 4 passende Karten hat, dass man ganz viele 10er Schritte nach hinten gehen kann. Aber eigentlich immer, wenn man das versucht, dann klappt das nicht. Zumindest ist es bei mir so. Also hier ist auch so ein Stapel, den will man nicht anfassen, aber ich meine den und den. Oha.
mal ein bisschen. 2, 4, 5, 6. Und wie gesagt, es ist halt eigentlich genauso nett wie das normale Game, aber halt schon deutlich ruhiger. Weil man muss auch einfach selbst ein bisschen seinen Zug nachdenken. Über das, was man da so plant, welche Kombinationen möglich sind. Aber man muss, wie gesagt, immer so bei sich, ne, beim anderen gucken, bei sich selbst, was da so geht. Manchmal denkt man auch, boah, ich habe jetzt voll die coolen Karten nachgezogen, kann gleich richtig schöne Zehner-Schritte machen und dann spielt der Mitspieler einfach was da drauf und sagt, oh, ich habe dir das verbessert. Sagst du, nein, du hast es alles nur viel schlimmer gemacht. Dann fange ich mal hier an. 10, 19, 22 und hier mache ich sie jetzt viel besser. Rechte 6 da oben. Aber das war gar nicht so ein schlechter Zug. Ja. Ah, sie, ja, sowas ist natürlich worst case. Lucky you. Fitz. Lucky you too. Ich bin so hart am Ende. Mein Leben ist auch ziemlich hart am Ende. Wenn dieser Kartenstapel nicht so groß wäre, dann wäre das auch viel entspannter bei mir. Das wird jetzt mal richtig schlimm. Ich bin gespannt. Richtig schlimm, aber ich kann nicht das draus machen. Schön. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Also ich könnte den jetzt natürlich hier spielen. Aber ich mache den mal lieber dahin. Und da geht's runter, ne? Dann mache ich mal das hier und hoffe, dass du jetzt wirklich nichts mehr kannst. Ich kann noch, aber... Bei mir wird es auch gleich ganz bitte. Das letzte Spiel lief da irgendwie deutlich besser. Ach, danke. Das weiß ich sehr zu schätzen. So kennt man mich. Ja, und das Nächste, was ich mache, ist, dass ich mir mein Leben schon wieder versauere. Also, ja. Hart, das ist hart. Ich kann nicht anders spielen. Aber bei mir ist nicht viel besser. Oh, da kommt auch nur Mist. Ja, und du hast auch gerade nur Mist gemacht. Sehr gut, da habe ich alles richtig gemacht. Ja. Das bei mir ist echt gleich vorbei. Also. Wir helfen uns aber gegenseitig, das ist ja schön. Aber. Ja, weil du gerade so nett zu mir warst, bin ich natürlich auch nett zu dir. Das ist very sweet. Ja. Ich glaube, ich lasse es einfach mal drauf kommen. Ich lasse es fließen. Komm, let it go, let it go, let it go. Wenn das jetzt kein Strahlen bei dir hervorruft. Ich werde zu tot sein. Ich möchte mir diese Hand jetzt gar nicht angucken, weil sie wird wahrscheinlich sagen, du hast verloren. Das Spiel und Rebecca haben dich besiegt. 45, 50. Mal mal wieder so ein bisschen. 20. 51. Gut, wenn es bei beiden so läuft. Ich werde dich jetzt ein bisschen da rausholen. Dann ich glaube, so schlecht. Also gut, kannst du da nicht legen. Oh, das ist entspannt. Ich glaube, das schaffe ich doch so. Dann mache ich mal die 16, die 6. Bei mir ist gleich vorbei. Nee, ich mache jetzt alles gut. Ja, guck, hast du ja auch nicht was zu spielen. Oh, danke. Ja, bitte. Die ganzen Denkpausen steige ich da raus. Was ist doch alles noch drin? 8, 11, 12. Da geht's runter, ne? Da geht's hoch. Ach, das. Ich würde gern sagen, dass mir das geholfen hätte. Hat? Nein. Schade.
erstmal irgendwas von meiner Hand hier loswerden. Das ist ja schön. Aha. Spiel ich mal die 15, die 25. Und da kann ich jetzt ja die 28 draufspielen. Nee, ich muss hochspielen, oder? Ne, du spielst runter, ich spiel hoch. Ja. Alles richtig. 1, 2. Ah, schade. 58, 59, 49. Das war ein ziemlich nicer Move. Naja, ich bin bei 49 da, also. Achso. ist doch trotzdem ein ganz schön nicer Move. Ich mach dir Luft. Rebecca denkt gerade ganz hart, hier seine zwei Stapel. Das sieht bei uns beiden schon seit ungefähr eine Viertelstunde total katastrophal aus. Wir halten uns wacker. Mein Stapel ist nicht mehr ganz so hoch. Rebecca ist auch nicht. Wir sind gespannt. Ja? Ich werde mir einfach mal alles versauen. Spiel ich hier mal eine 7 drauf und eine 17. Und hier eine 42 und eine 32. Da muss ich runter, ne? Mhm. Und das sind die letzten vier Karten. Mhm. Also kann ich sowieso irgendwas spielen. Also es juckt ja nicht. Jetzt spiele ich hier mal eine 3. Und hier mal eine 51. Ach ne, ich kann ja so viel... Aber nö, mehr Karten werde ich mich eh nicht los. Obwohl doch, wenn ich hier vorher die 4 spiele und dann die 3. Ja, ich mache es mir jetzt richtig hart. Ich gehe hier auf die 5 und die 3 runter. Hier auf die 56, auf die 57. Wow. Tada! So, das war einmal eine Partie The Game. Also es ist auf jeden Fall, also das funktioniert als Duellvariante echt gut. Es gibt ja zum Beispiel auch irgendwie Quickstars-Duell mit diesen komischen Markern, die man irgendwo hinlegen muss oder sowas. Das war alles okay. Das hier transportiert das Gefühl vom Original schon sehr stark, bis auf das natürlich das ganze Kooperative weggeht. Aber ansonsten, das, was man beim Spielen macht, ist im Prinzip genau das gleiche wie beim normalen The Game auch. Ne? Halt irgendwie Stapel legen, Stapel versuchen zu verbessern. Und dass man eben immer wieder denkt, boah, da geht gleich gar nichts mehr. Aber man will auch eigentlich immer bei Mitspielern spielen. Gerade wenn ich bei mir so, allein wenn ich nur bei mir 2 Karten gespielt habe, wenn ich eine Karte bei Mitspielern lege, darf ich 3 wieder nachziehen. Das gibt mir viele Möglichkeiten, gerade wenn ich am Spielende relativ eingeschränkt bin. Ich war ab der Hälfte des Spiels, hatte ich nur noch Karten, die ich hier im Prinzip aufsteigend hinlegen konnte. Hier konnte ich nur mal ab und zu was machen. Das hat immer irgendwie geklappt, weil man sich eben auch immer wieder gegenseitig verbessert. Ist natürlich doof, wenn ein eigener Plan da komplett fehlschlägt. Aber in der ersten Partie war ich super begeistert von dem Spiel, in der zweiten auch noch. In der dritten, vierten dachte ich schon so, ja, das spielt sich schon so sehr linear runter, weil meistens legt man irgendwie 1-2 Karten runter, zieht 2 Karten nach. Das läuft dann so sehr gleichmäßig, da passieren wenig epische Momente, in Anführungszeichen. In den letzten beiden Partien habe ich es relativ oft hingekriegt, dass ich es geschafft habe, 3, 4, 5 Karten zu spielen und es da bei mir gar nicht so schlimm werden zu lassen, dann irgendwo eine bei Rebecca anzuspielen. Und selbst wenn sie das ganz krass verbessert hat, habe ich danach halt wieder 6 Karten auf die Hand bekommen und mein Kartenstapel ist halt krass leer geworden und das funktioniert wirklich so gut, sehr gut. Sehr gut. Das normale The Game funktioniert auch eigentlich super gut zu zweit. Also das kann man spielen, aber das ist natürlich, vielleicht seid ihr auch so gut in The Game, dass ihr das eigentlich in 9 von 10 Fällen gewinnt. Und es ist dann immer noch unterhaltsam, aber durchaus ein Spiel, das auch davon lebt, dass man mal die eine oder andere Partie verliert. Und hier ist es wirklich so ein One-on-One-Charakter, wo man halt wirklich so gegeneinander spielt, aber sich eben trotzdem mal hilft. Das ist halt das Nette im Spiel. Man will das nicht, weil selbst ist halt mal voll doof, aber man freut sich halt meistens, wenn der andere was verbessert. Ist natürlich cool, wenn es auf dem Stapel hier von einer 27 auf eine irgendwie 49 oder 53 hochgeht. Doof, wenn hier irgendwie eine 57 liegt und ich denke, gleich verbessere mich Rebecca da und sagt, zack, hier hast du eine 56. Ja, dann sage ich vielen Dank auch, außer ich habe vielleicht noch die 46 und 36 zufällig auf der Hand. Aber also The Game, also ihr könnt mal auch auf meinem Live-Kanal vorbei gucken, da haben wir das schon ein paar Mal gespielt, das ist eigentlich immer gut angekommen. Ich mag es sehr gerne, meine Eltern sind riesengroße The Game-Fans. Ich glaube, die sind durch The Game zu richtigen Spielern geworden. Also sonst nur Skat und Doppelkopf und so die traditionellen Kartenspiele. Aber so
halt so mehr Spiele, die man auch so aus der Spieleszene kennt, auch wenn das halt wirklich knullige Familienspiele sind. Das hat halt mit The Game angefangen, das haben die auch dann meinem Onkel, der mit Spielen überaus im Hut hatte, mitgebracht. Die haben dann auch das Spielen angefangen und da die beiden halt auch viel spielen, wenn sie unterwegs sind und wenn sie halt irgendwie mit dem Zug irgendwo hinfahren, Urlaub oder sowas, werde ich ihnen das einfach mal schenken. Bin dann gespannt, wie sie das so spielen, ob sie halt dann sagen, nee, das normale Game ist doch toller und netter, oder ob sie Face-to-Face auch oft auf den Tisch bringen. Ich glaube, in meinen Runden, auch vielleicht so als Absacker, ist The Game Face-to-Face einfach netter, zumindest wenn wir nur zwei sind. Wobei, natürlich, man muss wirklich sagen, der Haken beim Spiel ist, dass man null Kommunikation hat. Außer jammern, wenn man sagt, oh, mir läuft alles so schlecht, und sagt, ja, jetzt muss ich bei dir noch verbessern, was einen selbst ja ein bisschen nervt. Das ist ein wirklich ein Aspekt, der ist halt beim normalen, wie gesagt, dass die Kommunikation auch nur eingeschränkt beim normalen The Game, aber man redet trotzdem die ganze Zeit miteinander, überlegt gemeinsam, und hier ist es wie beim abstrakten Spiel, jeder macht dann so in seinem Zug was, in meinem Zug denke ich nach, wenn mein Mitspieler mit mir redet, ist doof, weil dann dauert mein Zug so viel länger, wie er mit mir redet, und eigentlich will ich auch, während er dran ist, schon über meinen Zug nachdenken, überlegen, wie ich was spiele, gucken, was er macht, gucken, wie ich das dann benutze, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was es kostet, wahrscheinlich irgendwie so zwischen 8 und 10 Euro kosten, und dafür auf jeden Fall, wenn ihr vielleicht auch The Game Fans im Familien- oder Bekanntenkreis habt, und das habt ihr sicher, weil die meisten Menschen, die ich kenne, mögen The Game, dann ist das auf jeden Fall eine nette Variante, die nicht, also dieser Quicks-Duell, das ist halt wirklich so aufgesetzt, und ich weiß nicht, ob sich das überhaupt noch gut verkauft. The Game gab ja auch The Game Extreme. Das habe ich auch zwei, drei Mal gespielt, aber ich spiele da lieber das normale The Game. Und das hier fühlt sich wirklich an wie das normale The Game, nur eben als gut gemachtes Duellspiel, und darum bekommt das von mir zwei Totenköpfe nach oben. Und ja, das war's von uns beiden. Wir sagen bis bald und tschüss!